Ach, ich fühle mich heute irgendwie ein bisschen mehr rot. Und bevor ich jetzt Witcher 1 oder 2 nochmal anfange, muss ich mir da eh alle Grafikmods erstmal runterholen. Huhahaha. Wenn überhaupt. Ich hoffe, die Lust verfliegt einfach. Früher, wenn ich aus Star Wars rausgekommen habe, gedacht, boah geil, du musst jetzt unbedingt ein Star Wars Spiel wieder spielen. Aber irgendwie hat das Star Wars diesmal nicht so auf mich gewirkt. Die Tonnage geht immer höher, umso schwieriger die Gebiete sind und die Missionen. Tonnage orientiert sich an dem Schwier- also orientiert sich so gesehen am an den Missionen oder in den also die Konfliktzone, in der wir uns befinden. Ich glaube, das beschreibt das besser. Online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Our targets have given our employer nothing but problems. We have been hired as a solution. Find them and put them down for good. We'll be on standby to evac you once the job is done. Wow. 4 Markierungen, um mein Assassination-Ziel zu finden. I'm doing nothing on scopes that can be identified as our targets. We'll have to move on to the next nav point. Yeah! Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Scrap that one. Das Getreide brennt. I got it. Incoming missile. Target acquired. Ja, an der Basis vorbei. Forming on the commander. Ich habe New Game Plus damals bei Witcher nicht angefangen, weil ich halt fertig war. I'm not seeing our targets at this location. Make way to the next nav point. We might have more luck there. Komischer Winkel. You heard the boss. Let's light it up. Target destroyed. Moment, dann geht's hier durch die Schneise. Yeah. Vielleicht begegnen wir noch nicht so vielen. Commander.
das Studio und das, Moment, nein, Witcher 4 gilt nicht als bestätigt, nur weil die sich jetzt geeinigt haben nach, keine Ahnung, 8 Jahren oder was, nee, stimmt gar nicht, seit... Nach 12 Jahren haben die sich endlich mal geeinigt über die Rechte und das war ja kein Rechteproblem. Ob die nochmal einen Witcher machen. Das Problem stand ja darin, dass sie gesagt haben, die wollen erstmal keins mehr machen, weil es ist erstmal rum, die wollen mal was anderes machen. Natürlich kann sein, dass aus Cyberpunk nochmal ein Witcher kommt. Ich find's eh schlimm, da jetzt bei der Serie, die, sag ich mal, eigentlich nur Prolog ist, wenn man es so sieht. Following your lead, boss. Und leider es nicht, eigentlich nicht schafft, wenn man Witcher nicht kennt, ein guter Prolog zu sein. Wenn man Witcher kennt, ist das vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt über ein Jahr darauf warten muss, dass es weitergeht, ey. Sehr erschreckend. All my targets are here, Commander. Be careful and take them out quick. Die Serie basiert auf Büchern, aber auch aufs Spiel. Also die halten sich storytechnisch an den Büchern. Aber es sind halt teilweise Schwertkunst und Kampf und sowas basiert eigentlich schon mehr auf dem Spiel. Aber es ist alles vollkommen in Ordnung. Also ich fand die Serie gut bis jetzt, hat mich gut unterhalten, habe alle Folgen geguckt. Braucht ein bisschen, bis er anläuft vernünftig. Ich bin auch froh, dass es nicht nur Geschnetzel ist, durchgehend. Deshalb ist schon eine ganz gute Serie, sollen sie ruhig weiterführen. Ist ja auch schon angekündigt. Und das Sprechen des Schauspielers basiert auf das Buch und nicht auf das Spiel, weil im Buch darauf hingewiesen wird, dass Geralt nicht anders, also beziehungsweise anders spricht als die örtliche Bevölkerung. Und deshalb schwer zu verstehen wäre. Deshalb ist der größte Cast auch britisch und Geralt ist nicht Brite. Nur um mal darauf hinzuweisen. Also beziehungsweise der Cast von Geralt ist halt nicht britisch. Ja, interessant, dass der Schauspieler nur Unsinn geredet hat. Vielleicht sollst du das Interview nochmal lesen, weil ich dasselbe Interview gelesen habe anscheinend, aber komischerweise eine andere Info daraus geholt habe. Scheiße. Der deutsche Sprecher hat sich am englischen Sprecher orientiert übrigens. Beziehungsweise daran, wie Geralt im Englischen spricht. Deshalb ist das beides ähnlich. Target. Primary target is down. Kill confirmed. Destroy. I'm getting zero reactor signature from the targets. Looks like we got them all. Now let's get you all home. Head to the evac point. Target. Another mech kill for me. Target destroy. Wo ist denn der Evac Point? Ach, da oben. Also zurück. Ist auch egal. Serie ist gut, das ist alles, was zählt. Es sind immer ein paar
Freiheiten drin, wie man etwas interpretiert oder wie man es umsetzt oder wie man jemand besetzt. Ein paar sind gut, ein paar sind scheiße. Was mir halt einfach gefällt, ist halt die Theaterausbildung von vielen der britischen Schauspielern, weil du das einfach merkst, wenn jemand vom Theater kommt und nicht von normalen TV-Produktionen vorher, weil die einfach diese Dramaturgie besser darstellen können. Gefühlt und sonst ist es halt schön, wenn es weitergeht. Der Macher von der Serie hat ja auch gesagt, an sich könnte er sich vorstellen, 7 Staffeln zu machen davon. Das Material wäre umfangreich genug dafür. Und sollen sie es machen, habe ich die nächsten Jahre was zu tun. Ich habe immer das Gefühl, dass im Chat alle GameStar-News einfach nur zitieren. Und GameStar-News lag bei der Serie häufig falsch. Die Plötze-News von denen damals war falsch. Und die News auch, dass Triss in jeder Folge vorkommen soll, angeblich. Weil es auch nicht passiert. Ich habe einfach nicht mehr gereiht, dass das Triss ist. Klar, sie sieht anders aus. Sie sieht halt aus wie im Buch mit braunen Haaren. Aber normalerweise sind im Buch auch alle Hexer, beziehungsweise nicht Hexer, sondern alle Zauberer, einfach geile Schnitten. Ist ja leider auch nicht der Fall. Ja, kostet ein bisschen Firepower, aber dafür hat er die maximale Panzerung. Das ist mir wichtiger bei meinen Mitläufern. Keine Sorge, ich fliege mal eben in ein Industriegebiet. Industriewelten. Wir müssen ein bisschen was anders umbasteln. Heldenhafter Mech auf dem Marktplatz. Jennifer finde ich eigentlich ganz cool besetzt. Weiß gar nicht, warum da auch so viel Aufregung war. Die macht das insgesamt alles ganz cool.
Sie sind zu schwer, sie können nicht mehr abheben. Nehmen wir den Dragon weg. Ich mag eigentlich die Königin von Cassia. Wie heißt sie? Cassidy? Cassini? Ich finde, die macht das immer sehr gut. Leider stirbt sie ja. Nicht. Oder doch? Ach, verdammt, ich wollte nicht spoilern. Egal, das ist nicht so wichtig. Selbst wenn man spoilert bei der Serie, kommt da, unterhält die sehr gut. Aber dass die zeitlichen Abschnitte halt nicht vernünftig darstellen, finde ich halt schon doof. Da sind sie halt schon irgendwie... Ich weiß nicht, ob die in den Büchern Zeitangaben machen. Aber es springt halt sehr viel hin und her. Und ich glaube, das ist für Leute, die nicht wissen, wie es abläuft oder wie es ist, von der zeitlichen Regelung schwierig nachzuvollziehen. Naja, Reparaturen sind teurer gerade. Wie sind deine Waffengruppen angeordnet? AK-5, PPK. KSR musst du nicht nehmen. Dann hole ich lieber die Restpanzerung noch mit rein. Moment.
Dann tauschst du mit dem... Nicht mit dem Warhammer, sondern mit dem Black Knight. Mit dem Hero Mech. 25, 55 Tonnage. Nimmst du den Blackjack. Und warten wir, bis alles repariert ist. Den Zeitsprung merkst du ab Folge 4 auf jeden Fall. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Rashford Owens have received a tip-off that the new Surtis shipyards. Die Decke wirkt etwas niedrig. By smuggling illicit goods in their freshly manufactured mammoth class ships. The ships are right off the factory line and aren't subjected to search when crossing territory borders. It's quite clever actually. Either way, Rashford Owens stands to gain quite a lot by us putting an end to the scheme. Up ahead is a facility that contains parts for the mammoth ship maintenance. Destroying the new search. Die Serie ist auf Netflix verfügbar, ja. Target acquired. Ich finde das vom Fantasy her schon so ein bisschen ein Tipp, wie früher The Expanse war für Science-Fiction-Fans. Weil es ist halt nicht Otto-Normal-Fantasy, es ist halt, ja, schon ein bisschen rau. Geralt hat auf jeden Fall meines Erachtens angemessen viel Sex. Es ist im Verhältnis zu anderen Serien ist das sehr wenig nackte Haut, muss ich sagen. Es kommt halt nackte Haut drin vor, aber es macht halt schon Sinn, wenn es passiert. Während ich finde, bei anderen Serien ist das, hast dann das Gefühl, ohne dass die sich die ganze Zeit irgendwie ficken oder sonst irgendwas machen miteinander, würde die Serie nicht laufen. Ich verstehe schon, wenn manche Leute, sag ich mal, die Serie nicht so verstehen. Komischerweise trifft das häufig Serien, die britische Schauspieler haben. Dass international die Leute dann dran sind, verstehe ich nicht. Ja, schön, dass du euch so zerschießen lässt. Meine Güte, ist hier was los? With
you. I've lost the component. Einfach durch. Ja, ich weiß. Aber wir kommen nicht hinterher, hier alles zu zerstören, was um mich rumläuft, ey. Component destroyed. Brunson ist wohl explodiert, also ist explodiert. Oh mein Gott. Alle sind tot, nur ich lebe noch. Wo ist der Escape Point? Oh mein Gott. Alle tot. Meine Güte. Das wird teuer. Ah ne, wird voll der Schnapper. Ja, 2 Millionen erlittene Schäden. Nein, Captain Joseph! Hauptsache, er kriegt noch ein Level ab. Ich hasse.